Kinder und Jugendliche, liebe Tittmoninger Kirche, einmal Kaya und Asna, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern, die ihr unseren Abendimpuls zuschaut. Heute haben wir schon um 3 in der Früh unsere Wallfahrt von Asten nach Altötting begonnen und darum ist heute der Abendimpuls aus der Bruder Konrad Kirche hier in Altötting, wo wir gerade Gottesdienst gefeiert haben. Der heilige Bruder Konrad, das ist schon ein Heiliger, der uns einiges zu sagen hat, nämlich, dass wir unseren Alltag besonders gut meistern sollen. Und hier in der Konradskirche, da finden wir die Bilder zu seinem Leben. Und es hat einmal ein Schulbub gesagt, nachdem er herrliche Heiligenfenster gesehen hat, wo die Sonne durchgescheint hat, Heilige sind Menschen, durch die die Sonne leuchtet. Und wir können sagen, Heilige sind Menschen, die durch Jesus zu leuchten begonnen haben. Hier finden wir den Bruder Konrad als Kind, wo er schon fromm ist und den Rosenkranz betet und auf die Gottesmutter schaut. Und hier beim Acker, beim Ackern als Bauer in Parzam, wo er auch in versunken ist und über seine Berufung nachdenkt und sozusagen auf die Gottesmutter von Altötting bereits. Dann seine Lebensbeschäftigung, der heilige Bruder Konrad als Pförtner von Altötting, wo er für Jung und Alt fährt und vor allem für die Armen da war und an sie wohl aus ein und gute Gaben. Der heilige Bruder Konrad, der uns das Gebet lehrt, nämlich von ihm stammt der Satz: Das Kreuz ist mein Gut. Und hier, der heilige Bruder Konrad, als großer Beter in der Gnadenkapelle von Altötting, dort wo er seine Freizeit verbracht hat. Und so steht auch heute noch neben dem Gnadenaltar die silberne Figur des Bruder Konrad. Und dort hinten sein Tod im Kreis seiner Mitbrüder. Aber was mir aufgefallen ist bei der neu gestalteten Bruder Konrad Kirche, dass auf dem Fußboden dieser Kirche Worte des Bruder Konrads eingelassen sind, die ganz einfach sind, wie Stoßgebete uns helfen können. Suchen und Schweigen, ein Wort des Bruder Konrad, mit großem Vertrauen, einer der Hoffnung gemacht hat, lieben und leiden. Vom Kreuz lernen, barmherzig sein, jenes Wort, das er uns zutiefst vorgelegt hat. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Und jetzt wünsche ich euch noch einen